Und hier sage ich mal wieder ein herzliches Willkommen zurück zu City Skylines, zu der zweiten Staffel. Ja, was haben wir in der letzten Folge so gemacht? Ja, stimmt, in der letzten Folge ist das hier ein bisschen größer geworden. Unser Kuhbauernhof. Sonst ist ja eigentlich nie viel passiert. Plus hier, doch, würden die Autobahn, die neue, ein paar neue Wohnviertel und der kleine Park hier, Kirschweg. Richtig viel geschafft letzte Folgen, aber hat keinen Spaß. Sind eigentlich viel geschafft. Wir verdienen hier wieder genügend Geld, haben wir letzten. Achso, hier oben, die Helikopter haben wir auch noch letztes Mal installiert. Habe ich auch ein bisschen Probleme gehabt, wie die zum Fliegen bringe. Aber es läuft da alles jetzt auf Tutti Tutti. So, mal was gucken. War klar. Reißen wir die hier drin mal ab. Das war wohl. So. Und Gewerbe noch ein bisschen. Und auch noch weg hier die Stromnetzmäste. So, mal gucken, ob das klappt. So. Oh, ich muss früher runter irgendwie. Das hat ja schon wieder Probleme. Ach, keine Probleme. So, was wollte ich jetzt machen? Ach, hier. Geld verdienen. Das A und O. So, jetzt muss ich hier hinter. Ich will kurz mal eine Pause gehen, dass ich die Dinger mal wegreißen kann hier. Sonst komme ich ja gar nicht hin. So, dann das weg, das ist mit den anderen verbunden. Das muss ich noch lassen, weil das noch nicht verbunden ist mit denen. Oder gleich doch. So. So macht man auch Strom. So, der Scheiß hält mich weg. Da können wir hier hinten dann gemütlich bauen, endlich mal. Ich denke nur auf den Strom jetzt zu achten. Und gebaut. Ah, ein Kleinzoo und Kaufbauhaus. So, was ich hier noch machen muss, sind die kleinen Wege.
So. Ist ein bisschen komisch, aber egal. So. Pause machen hier. Scheiße, die bauen schon. Okay, die bauen schon hier. Egal. Dann machen wir es ab hier. Egal, wir trotzdem hier ein Stadtviertel hin. So. Also hier. So, wenn so lang geht. Ist ein bisschen komischer Stadtviertel, aber egal. Muss nicht mehr alles gut aussehen. So, okay, dann so. Und warum das jetzt so ist. So. Das will ich so haben. So, machen wir hier ein Stadtviertel. Neun draus. So, doch machen wir hier auch den so, dass es so ist, das zwei Stadtviertel jetzt wird. Ich kann euch zeigen, warum. So, das hier hin und hier unten Universität. Das sind so Spezialhäuser, einfach so Spezialisierung für verschiedene Häuserteile, dass die nie alles so aussehen hier, sondern dass es auch alle unterschiedliche Designer haben, was einfach viel schöner aussieht in der so einer Stadt mal nach der Zeit. Wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen, aber ich habe nie gewusst, wo ich das mache, die Gebiete so ein bisschen, und da ist kurz vom, sag ich mal so, von Hauptzentrum, also von Teil von dem Zentrum. Viel besser finde ich als irgendwo mit einer Wallerei. So. So, die Ampel muss ich auch noch wegmachen. Okay. So, ich muss ein bisschen aufpassen, ich will die Sporsteine. So, Frau Landschaftsdinger behalten. Geht das? Nee, schade. So. So. Da muss ich auch wieder in das Gebiet. So. So, jetzt muss Wasser durchfließen lassen. Ach ja, so. Da könnten wir schon mal anfangen hier ein bisschen. So, hier schon mal ein bisschen Wohnhäuser hin. Okay, ich stelle hier drüben dicke Hochhäuser hin schon mal.
So. Drei Palmen reichen noch zu, ein bisschen hier. Wo ist denn durch? Brauch ein bisschen noch Strom. Weg mit dem Scheiß hier. Okay, es gibt noch fast so eine halbe Stadt. Die Schönheitsflecke verbessern. So. Könnte ein bisschen größer sein, wird aber noch. So. Hier bauen sie schon das erste Haus davon. So, praktisch. So. So, dann haben die schon mal auch Nahverkehr ein kleines bisschen. Das sind die Häuser, was ich meinte, die hier entstehen bei dem Viertel. Das sind so, okay, das nie die Frau hier. Das sind so, wie soll ich sagen, so Universitätsviertel so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das Gebiet hier so für Leute, so ein bisschen, wie man sieht, auch die Häuser. Ja. Also so ein bisschen so Art wie ein kleines altes amerikanisches Gebiet, so ein Geisterdorf hier. Finde ich cool gemacht eigentlich, so